So. Hat auch so ein Witzbold gefragt, warum ich immer die gleichen Klamotten anhabe. Sehr lustig. Naja, im Hintergrund seht ihr die Unterkunft für heute, weil ich ja raus musste aus der anderen. Die war sehr schön, aber ist hier nicht ganz so schön, aber geht. Alles gut. Und eventuell gibt es auch was Neues zum Thema Gepäck. Mal sehen. Jetzt gut, die darf liegen. Ist nicht Wien, ist Sevilla. Und wegen die weißen Tauben sind müde. So, das ist die Uni von Sevilla. Schöner Studieren. Da vorne ist der Hausmeister drin und schreibt auf, wer zu spät kommt. Ja, da ist er schon, macht seinen Kontrollgang. So, nu, wohin? Plaza España. Was auch ganz toll sind die Fahrradwege. Überall diese tollen grünen Fahrradwege. Mit Übergang und allem drum und dran. Also hier kommst du mit dem Fahrrad super, super klar. Können Sie in Deutschland mal eine Scheibe von abschneiden. Also richtig geil. Und viele fahren auf dem Fahrrad. Gut, man muss natürlich ehrlich sagen, was auf dieser Welt ist schon perfekt. Ich wette, hier ist noch nie jemand drauf gekommen, das Ding hier die Brücke von Venedig zu nennen. So, nochmal von oben, von der Brücke. Und man sieht, selbst die Brücke ist hier mit Muttis gutem Sonntags-Nachmittags-Porzellan gebaut. So, hier auf der Plaza de España ist es so, dass jede Ortschaft, jede größere Ortschaft, jede Stadt Spaniens so eine Ecke gewidmet bekommen hat. Und ich bin jetzt hier bei Santander, weil ich habe natürlich Santiago gesucht, aber gibt es hier nicht. Wahrscheinlich nicht groß genug oder was weiß ich, vielleicht irgendwie haben die ihre Steuern hier nicht bezahlt oder was. Auf jeden Fall gibt es hier keins von Santiago, denke ich mir. Santander ist ja nicht so weit weg, passt schon irgendwie. So, ich lasse jetzt mal ganz kurz die Geschichte raus mit der Gepäck, mit dem Gepäckchaos. Also folgendes ist passiert. Ich habe im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als im Internet zu recherchieren, gemacht und getan. Und habe dann nach langem Hin und Her mit Frau Breuer gesprochen. Frau Breuer arbeitet beim Lufthansa Gepäckservice und hat mir gesagt, machen Sie mal keine Sorgen, alles gut. Das kommt schon, das Gepäck. Ich habe gesagt, nur wann, aber das konnte mir Frau Breuer so jetzt nicht sagen. Was mir Frau Breuer aber gesagt hat, ist, dass es eigentlich hier in Sevilla sein müsste und dass es eigentlich auch bald, ja, zu einer Benachrichtigung kommt, dass ich das Zeugs abholen kann am Flughafen. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder 3 Stunden her und bisher ist noch nichts passiert. Also mal sehen. Alle Pläne hin oder her, gut oder nicht gut oder was auch immer, irgendwann werde ich eine Entscheidung treffen müssen. Und ich tendiere jetzt dazu zu sagen, also ich bleibe jetzt in Santiago noch bis maximal Donnerstag, wenn sich Donnerstag nichts getan hat, werde ich Freitag abreisen. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich im Zug nach Madrid fahren, werde mir noch 1-2 Tage Madrid gönnen und dann fahre ich wieder nach Hause, weil ohne Gepäck kann ich hier nicht los. Es geht aber nicht. Keine Chance. Und das ist ganz großer Mist. Zumal das so das einzige Zeitfenster im Jahr auch ist, wo man was machen kann. Naja, ich überlege mir jetzt nochmal. Ich sage euch heute Abend nochmal, wo ich jetzt wirklich dann auch, oder was ich dann wirklich machen werde. Bis dann. So, hier das erste Haus am Platz. Mir ist ja wurscht, aber ich glaube, ich kenne jemanden, dem ist das nicht wurscht. Ich nenne natürlich keinen Namen. So, bei all dem Generven mit dem Gepäck und so, aber so ein Glas Rosado muss auch mal sein.
und mit ein paar Gambas dazu schmeckt der noch besser. Ganz schöner Platz hier. Echt schön. Mit so einem orangen Innenhof. Also richtig klasse. Richtig schön. Wie in Spanien. Ganz spontan einfach angefangen zu tanzen. What a table. Yeah, the Blues Boy. Den Blues habe ich auch. Hab mir jetzt nochmal die ganzen Touri-Hotspots 2 angesehen hier in Sevilla. Hätte ich mir auch schenken können. War ein sensationeller Tag von der Temperatur her. Man sieht es vielleicht auch auf der Stirn so ein bisschen schweißig, aber wäre zum Laufen ideal gewesen. Und ja, stattdessen hänge ich hier in Sevilla, wo ich eigentlich nicht sein will. Die gute Frau Breuer hat dann wohl doch nicht so ganz recht gehabt heute mit ihrer Analyse, der kommt heute schon, der Koffer oder der Rucksack, machen Sie mal keine Sorgen. Nee, bisher nichts gehört, ist nicht gekommen und ich fahre jetzt auch nicht nochmal zum Flughafen raus, das macht keinen Sinn. Also mein Plan ist Deadline bis Donnerstag, wenn sich bis Donnerstag hier nichts getan hat, dann muss ich auch langsam sehen, dass ich wieder nach Hause komme, denn so viele Reservetage habe ich ja nicht. Und ich will jetzt hier nicht ins Rennen kommen oder möglicherweise irgendwie die Hälfte mit dem Bus fahren müssen, nur weil ich hinten raus mit der Zeit nicht mehr hinkomme. Bis Donnerstag geht es noch alles, aber dann ist auch vorbei, dann ist auch Schluss. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt schon ziemlich einen Hals, weil mich das alles natürlich unendlich nervt, wenn das nicht so klappt, wie man sich das so vorstellt. Und es wäre wunderbar. Dazu kommt noch, dass ab nächster Woche hier in Spanien, zumindest in den Großstädten, irgendwie die Karwoche beginnt und dann rasten die ja alle aus und schleppen die Madonna irgendwie durchs Dorf und du kriegst hinten vorne keine Hotelzimmer und sowas alles. Ich sag mal, bei Pilgerherbergen wäre es mit Sicherheit noch gegangen, aber im Hotel ist das alles nicht so. Also, zusammengefasst, lange Rede, kurzer Sinn, ein bisschen gefrustet, aber manchmal laufen die Dinge halt nicht so, wie man sich das so immer wünscht und das ist leider auch nicht zu ändern. Ja. Ich hoffe, dass ich morgen die frohe Botschaft bekomme, dass mein Zeugs da ist, was eher unwahrscheinlich ist, weil der nächste reguläre Flug von der Lufthansa nach Sevilla ist erst am Donnerstag. Ich habe so eine Resthoffnung, dass das Ding da noch liegt am Flughafen und die mich aber noch nicht benachrichtigt haben, weil irgendeiner streikt oder schon im Urlaub ist oder weil er keinen Bock hat oder warum auch immer und dass das jetzt vielleicht irgendwie morgen rauskommt. Aber das ist kontrolliert optimistisch, um das mal so zu sagen. Naja, ich werde auf jeden Fall berichten, wie es weitergeht. Hier ist, da ist noch was essen. Hier in dem Viertel, in dem ich bin, ist es ein bisschen einfacher als das, wo ich herkomme. Gibt es hier unten 1000 Restaurants. Ich habe keinen Bock mehr, jetzt groß in die Stadt zu gehen und werde mir jetzt gleich irgendwie hier noch irgendwas zu essen besorgen. Und dann ist auch gut für heute. Wir hören uns morgen. Bis dann.